Man erkennt die Gefühle am Gesichtsausdruck, Wut, Angst, Glück, Freude. Wenn man selber wütend ist, dann soll man es nicht auf die anderen auslassen, sondern aufschreiben oder mit jemandem reden darüber, dass sie lebt, eine schöne Familie hab und ein eigenes Zimmer hab und ein Haus. Und wenn man traurig ist, dann kann man mit dem darüber reden und mit Freunden, der Familie, der Lehrerin, wenn was in der Schule passiert ist. Das tut gut. Fühlt man sich besser. Und dann ist man eigentlich nicht mehr traurig.